Medica ist die größte Medizintechnikmesse der Welt. Wir haben die Besucher gefragt, warum sie hierher kommen. Ja, ich besuche die Medica, um ausländische Partner in der Hauptsache zu treffen. Die Medica hat sich in den letzten 20 Jahren deutlich verändert, ist also von einer Verbrauchermesse mehr zu einem Point of Business geworden. Und ja, aus diesem Grunde müssen wir als Fachhandelsunternehmen, um unsere Kontakte zu pflegen, nutzen wir die Medica. Also hier trifft sich die Welt und das ist für uns eigentlich der Anlass, warum ich persönlich auch hier bin. Ich bin auf der Suche nach neuen Partnern, Handelspartnern. Das ist eine Handelsmesse und im Bereich Desinfektion, also weltweit eigentlich. Also wir suchen neue Komponenten für Laparoskopie, für optische Systeme. Wir gehen auch auf die Compa, um Bauteile zu suchen und suchen natürlich Vertriebspartner international für neue Ideen, die wir entwickelt haben. Sehen, was es Neues in der Kommunikationstechnik speziell für Krankenhäuser gibt. Weil wir einen Neubau planen unseres Krankenhauses und weil ich mir einfach mal anschauen wollte, wie ich es einrichten kann. Ich schaue immer um nach neuen Dingen, was andere tun. Konkurrenz schläft ja auch nicht. Das ist eigentlich der Hauptgrund, weshalb ich hier bin heute. Also ich bin Student von der Hochschule am Lippstadt und ich erwarte mir davon einfach einen Einblick in die, ja, in die Laborarbeit und in die Medizintechnik und hoffe, dass ich hier einiges an der praktischen Erfahrung sammeln kann. Wir sind Hersteller von Desinfektionsmittelspender und wollen einfach schauen, was es in dem Segment Neues gibt. Ich bin Berater und organisiere Veranstaltungen. Ich suche Sponsoren, Firmen, die ich auch gerne in mein Netzwerk übernehmen möchte, speziell Hygiene. Ja, ich bin Medizintechniker im Unfallkrankenhaus in Hamburg und wir schauen, was es für neue Technologien gibt hier auf der Messe und haben auch bestimmte Themen, wo wir schauen wollen bei bestimmten Herstellern, um dann fürs Haus das vielleicht auch umzusetzen. Wir sind Wissenschaftler und wir suchen nach Geräten, die Atemluft messen, Atemluft analysieren, Probenahme. Wir sind Fachhändler aus Hamburg, sind jedes Jahr hier und ja, ich denke mal, dass wir viele interessante Leute kennenlernen, neue Produkte und ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich bin hier, um mich zu informieren über aktuelle Entwicklungen in der medizintechnischen Diagnostik. Ich suche in der Medizinproduktebranche Zulieferer für kundenspezifische Sets, die sie für Eingriffe im OP brauchen. Ich bin Leiter von einem kleinen spanischen Unternehmen. Wir machen medische Geräte. Und unser Ziel hier bei dieser Messe ist, um neue Vertreter zu finden. Uns führt her, dass wir hier denkendes Fachpublikum für unsere patentierte Weltneuheit zu finden. Wir haben ein elektronisches EKG-Lineal erfunden, gebaut, vermarktet und suchen hier Kontakte auf dieser Messe, die dafür in Frage kommen.